Trash, sie lieben das Drama. In der Trash Edition sind famos. Und hier sind Gott sei Dank wieder Christine und Frank. Hallo Marlene Lufen. Hallo Jochen Schropp. Na, herzlich willkommen. Morgen geht's los mit Promi Big Brother 2015. Wobei, Sie sind ja gestern schon eingezogen am Samstag, 15 Uhr. Seitdem läuft der Livestream nämlich. Die kommen nicht mehr raus. Die kommen nicht wieder raus, das stimmt. Und es gab noch einige Überraschungen, über die wollen wir sprechen. Und über den Einzug der Promi Big Brother Kandidaten. Und da kommen wir doch erstmal mit dem zu der Information, wo wir am Freitag sozusagen den Mund kaum noch zubekommen haben. Also, wir wussten, Mike Heiter zieht ein. Ja, das wussten wir schon lange. So, dann weiß Mike auch, dass Layla einzieht. Das war von vornherein klar, haben wir erfahren. Und Layla weiß natürlich auch, dass Mike einzieht. Ja. Allerdings wissen weder Mike noch Layla, dass Elena Miras einziehen wird. Und Elena weiß zwar, dass Mike eingezogen ist, weiß aber nicht, dass Layla einziehen wird. Okay. Ja. Ich habe das Gefühl, jetzt könnte man sagen, da ist ein Drama vorprogrammiert. Wenn wir uns allerdings an die Iris-Klein-Peter-Klein-Geschichte erinnern, wo jeder auf ein Drama gehofft hat und eigentlich war es ein laues Lüftchen, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Oder? Ja, also ich hoffe wirklich, dass sie sich erwachsen benehmen. Dem Kind zuliebe. Einfach, das sind die beiden sind die Eltern. Und die müssen noch mindestens, warte mal, wie alt ist die Kleine? 4, 5 oder so ist sie so alt? 4, 5? Also sagen wir mal, noch mindestens 15 Jahre sollten sie miteinander auskommen. Gut, dann ist sie auch schon 20, aber ne? Ja, die sind nun mal beide dafür verantwortlich für das Kind. Hm. Auch wenn, ich glaube, Elena das alleinige Sorgerecht hat, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, sowas hat sie gesagt. Weil aber am Ende, sie ja immer so drauf angewiesen, er immer so darauf angewiesen ist, dass sie Goodwill zeigt, was das Sehen angeht. Eigentlich so. Gar nicht. Das hat nichts damit zu tun. Im Dschungel hat er doch sowas geäußert, dass er das Kind doch nie sieht, irgendwie zweimal im Jahr oder keine Ahnung. Aber das könnte er ja einklagen, also so ist es nicht. Ja, gut. Das heißt ja nur, also es ist natürlich für sie einfacher und deswegen wurde das wahrscheinlich auch so entschieden von beiden. Sie lebt in der Schweiz und er ja in Deutschland. Die müssten sonst jede Entscheidung, Kindergarten unterschreiben, jeder Arzt, alles, müsste ja immer mit unterschreiben. Mhm. Es ist schon einfacher, wenn du getrennt bist und einer das Sorgerecht hat. Das hat aber nichts mit dem Umgangsrecht zu tun. Mhm. Okay. Also das hat er auch. Aber sind wir mal ehrlich, also wie glaubst du denn, wie wird die erste Reaktion sein, wenn alle drei aufeinandertreffen? Beziehungsweise Layla ich und Mike. Ich glaube, Mike wird sagen, ach du Scheiße. Wird es erstmal weggrinsen. Der hat ja so einen Hang dazu, erstmal wegzugrinsen, glaube ich. Ich fand auch, also seit dem Dschungel, als er da mit der Kim war, hatte echt meinen Respekt, wie ruhig der bleiben kann. Mhm. Ja, ja. Und ich hoffe, das bleibt weiter so. Wobei ich glaube, dass Elena weiß, wo seine Triggerpunkte natürlich sind. Natürlich und weiß aber Elena genauso. Die. Aber ich hoffe einfach, dass sie sich erwachsen benehmen. Hm. Bitte. Bitte. Hm. Ansonsten, wir wollen zumindest den einen oder anderen noch erwähnen. Alle müssen es jetzt, glaube ich, gar nicht sein, weil da können wir gerne ja nächste Woche drüber reden. Wir werden übrigens nach jeder Folge eine kleine Zusammenfassung machen. Erstmal für die nächste Woche, also sprich ab der Montags-Live-Show dann und dann jeden Tag. Also neben Layla, neben Elena und Mike haben wir übrigens jetzt die feststehende Wildcard-Gewinnerin oder Wildcard-Gewinner. Das ist die Sarah. Mhm. Das war die, wo du noch gesagt hast, das ist die am normalsten irgendwie daherkommt. Ja, hast du ein Bild? TikTok. Nö, habe ich jetzt kein Bild. Okay. Aber ja, ich meine, ja.
die auch sonst in keinen Formaten war. Also kein Temptation und kein Ex on the Beach und so hatten wir einige. Ja, die auch irgendwie so natürlich rüberkam, ne? Genau. War das die? Ja. Genau. Und Gott sei Dank auch nicht der Christian aus der normalen Staffel. Das hätte mich sehr geärgert. Der Anfang des Jahres uns ja schon auch ohne Valium in den Schlaf getrieben hat. Und außerdem hat er seine Chance gehabt, 100 Tage im Haus zu bleiben. Ich finde, das müsste jetzt auch nicht nochmal sein. Ist doch alles gut. Dann ist weiterhin dabei Schauspielerin Mimi Fiedler, dann Fußballer Max Kruse, wo wir wissen, seine Frau Di Lara war letztes Jahr dabei. Genau. Und dann freue ich mich sehr, weil es, glaube ich, auch spannend werden wird, auf Verena Kehrt, die natürlich in erster Linie da ist, weil jeder sich erhofft, dass man jetzt erfährt, was war mit Mark Torrenzi das ganze Jahr. Ja. Ich sag mal, das ging ja rund ab dem Heiratsantrag nach dem Dschungelcamp, Anfang des Jahres. Ja, wo er doch gleich einen Heiratsantrag gemacht hat, ich Strand weiß. Noch. Das sind für mich solche, diese, Aber es ging ja einigermaßen oft zur Sache. Sie mit blauen Flecken oder blauen Augen oder Geschrei und Polizei und Anzeige und dies und das und er hat wieder gesoffen und jetzt ist er ja in der Entzugsklinik und sie hat sich jetzt doch getrennt und da sind wir mal gespannt, was sie da wirklich auspackt und wie echt sie damit rüberkommt. Und was ich spannend finde, ist, wie Verena Kehrt und Elena Miras klarkommen. Haben die Reibungspunkte? Also jetzt nicht, weil die sich persönlich kennen, aber so vom Charakter her einfach. Glaubst du, die sind eher gut miteinander oder eher zickig? Ich glaube, am Anfang sind sie alle gut miteinander. Ja gut, aber du weißt ja, es fallen die Masken. Die Elena reißt halt gerne alles an sich. Mhm. Ist gerne Big Boss, ne? Ja. Haben wir jetzt auch im Legendendschungel das wieder gesehen. Also die ist so... Schauen wir mal. Schätzt du Verena? Eigentlich mag ich sie. Schätzt du Elena und Verena als fleißig ein, wenn es um Hausarbeiten geht, um was tun, kochen, putzen? Oh, da habe ich mich schon oft vertan. Ich weiß es nicht. Gut, sagen wir es so. Einer, der definitiv wahrscheinlich nicht so fleißig sein wird, ist Daniel Lopez. Ja, der war ja auf der Alm auch so. Auf der Alm stinkend faul, hat sich ja mit Deadlift die Soße angelegt und war übrigens ja auch im Dschungel schon. Aber ist ja schon eine Weile her, vielleicht ist er jetzt anders. Vielleicht ist er jetzt ganz fleißig. Ja. Ja. Dann haben wir einen richtigen deutschen Serienstar mit dabei, nämlich Balko, Jochen Horst. Da dachte ich mir, hey, den kenne ich. Ja, Balko. Einen, den ich kenne. Vor 2 und 3 Jahren gab es nochmal 2 Nachfolgefilme, nachdem die Serie ja seit gefühlt 30 Jahren irgendwie nicht mehr lief oder 25 Jahren, gab es jetzt nochmal 2 Filme, Einzelfilme, die nur so mittelmäßig erfolgreich waren. Okay. Aber ja, er ist zumindest einer, der, wenn jemand in den 90ern aufgewachsen ist, eigentlich nicht an ihm vorbeigekommen ist. Das Gesicht sollte man schon mal gesehen haben. Jo. Und dann gibt es eine, ja, nachdem wir in den letzten Jahren auch Slatko schon mal dabei hatten aus Staffel 1 und Jürgen aus Staffel 1, haben wir jetzt die Siegerin aus Staffel 2 dabei, Alida Nadine Kuras. Genau. Die übrigens auch in keinem anderen Reality-Format war. Sie war bei Big Brother und danach ist in die Moderation gegangen, hat einige Jahre bei 9 Live moderiert und ist seit 15 Jahren oder länger schon beim Teleshopping. Ah, okay. Macht dort Sendungen, Moderation. Das heißt, sie ist Live-Fernsehen jeden Tag gewohnt oder immer dann, wenn sie halt dran ist, ist sie das gewohnt. Aber trotz allem glaube ich, denn sie ja mittlerweile auch mit Kind und Kegel, ich weiß gar nicht, ob sie, ich glaube, die ist alleinerziehend mittlerweile, glaube ich zumindest. Glaube ich trotzdem nach 24 Jahren Abstinenz von Big Brother, dass sie dementsprechend trotzdem nervös sein wird. Und obwohl ich das ja schon in Social Media mäßig ein bisschen gelesen habe, sie ist schon eine gesetzte Siegerin, das ist Quatsch. Also das ist Unsinn. Das völliger Quark. Wer da schon alles eine gesetzte Siegerin oder Sieger war und dann wurde Letzter oder so. Jürgen hat auch jeder gesagt, Jürgen wird letztes Jahr gewinnen. Und der war ja dann auch irgendwann draußen. Das war doch war das nicht die Jenny, die gewonnen hat? Nee. Hab keinen Schimmer. Also Iris war es auch nicht, Peter war es auch nicht. Keine Ahnung. Guck mal, alles Schall und Rauch. Und mit den anderen Namen, da müssen wir uns mal auseinander. Matze Höhn ist, glaube ich, so ein Social Media. Es sind wieder ein paar Influencer dabei, ne? Bea Peters, sagt dir die was? Ich sehe schon, da jetzt, fragst du seh mich. Schon jetzt wieder in den Kommentaren stehen. Die kennt ihr doch. Das ist doch der und der und die. Und die habt ihr doch schon berichtet, weil in dem und dem Format. Und dann haben wir noch Cecilia
Assa? Die kennen wir. Ach, Assa. Wo kommt sie her nochmal her? Die war Reality auf jeden Students. Fall bei The 50. Ah, okay. Und wo war sie noch? Ach, Cecilia. Bei viel. Ja, 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 ja. Das ist die mit dem Leberfleck hier. Dann war die auch meines Wissens doch auch bei, hier bei dem Nacktformat. Adam sucht Eva. Meine ich, war sie auch. Oder? Und sie war doch, war sie nicht auch beim Beauty and the Nerd? Das weiß ich nicht, aber bei Nackt, nein, bei Nackt war die nicht. Nackt war die nicht? Nein. Die war aber auch irgendwo, war die bei, nicht bei Ex on the Beach, sondern bei... Ja. Kampf der Reality Stars. Ah, okay. Glaube ich. Die ist doch mit dem Maurice so gut ausgekommen. Ach, jetzt in der aktuellen, jetzt in der Vergangenheit, in diesem Jahr, okay. Die sind doch immer noch so, die sind Bros. Na, verstehe. Übrigens, ja, wie schon gerade erwähnt, Frau Lufen und Herr Schropp moderieren wieder. Mhm. Und es wird, so wenn ich das richtig gelesen habe, das erste Mal, und da bin ich fast ein bisschen traurig, kein Pennymark geben. Okay. Es gibt ein Kiosk. Aber ein Big Brother Spiel. Es ist ja noch nicht sicher. Ja, aber es gibt ein Kiosk, heißt es. Okay. Es steht hier, Einkäufe gibt es in diesem Jahr erstmals in einem Kiosk. Okay. Dem sogenannten Promi Big Brother Späti. Der übrigens ja, gut, aber Aaron Troschke, ja, der Big Brother 2014 gewonnen hat, Promi Big Brother, der ja bekannt geworden ist als Wer wird Millionärkandidat, ah, weil ja, er genau, nämlich zwei Folgen lang auf dem Stuhl saß, weil er Günther ja auch ein Kotelett an die Backe gelabert hat. Ja, so ist das. Und ja, der führt diesen Kiosk. Ja. Genau. Aber das kann ja auch schön werden. Schauen wir mal. Genau. Bestimmt. Und darf ich noch erwähnen, ja, dass ich den Schropp und die Luven total toll finde. Ja. Ich finde, die harmonieren so zusammen. Okay. Ja, finde ich toll. Besser als zum Beispiel Frau Zietlow und Herr Köppen? Nee. Ah, oh, nee, besser würde ich nicht sagen. Okay. Also die sind so, aber die Zietlow und Herr Köppen, die sind auch eine Spur. Also die sind einfach Das Ding härter. Ist, sie haben einfach ein Team hinter sich, was ihnen die richtigen Gags schreibt. Ja, das aber... Das fehlt leider bei Promi Big Brother total, muss man sagen. Das habe ich auch mit Boris in den letzten Jahren immer wieder festgestellt. Ja. Da sind, also sie sind nett, aber sie sind halt nett. Sie sind nicht bissig und sie sind nicht schwarzhumorig und da gibt es keinen in die Magengrube verbal. Aber trotzdem sind die toll zusammen. Ja, aber halt nicht pointenreich. Ganz kurz nochmal, die Auftaktshow und so weiter, wie immer 2015, es wird lange Abend bis Mitternacht und dann ab Dienstag 22:15 jeden Abend, also wie zu normalen Dschungelzeiten auch. Das heißt, mal gucken, wie lange du immer durchhältst und wann wir das Video dann machen dazu. Also du machst uns sozusagen die Manon in der nächsten Woche unserer täglichen Ration Promi Big Brother. Aber ich kann jetzt noch nicht versprechen, dass wir das abends immer machen. Ja, schauen wir mal. Ich bin kein Nachtmensch. Ja, vielleicht entwickelst du dich ja dahin. Nein. Du könntest ja nächste Woche zum Beispiel immer bis Mittag schlafen und dann erst aufstehen. Natürlich, ich schlafe bis mittags. Machen doch andere YouTuber auch. Ich bin kein YouTuber. Ich bin Mama. Ah, in Big Mamas Haus. So, in diesem Sinne, einen schönen Sonntag. Morgen geht's los mit Promi Big Brother. Hättest du denn, also hast du einen Favoritentipp? Also einfach jetzt nicht, wer gewinnen soll, sondern einfach, auf wen du dich ganz besonders freust? Ist es dann doch die Konstellation Elena und Mike und Leila? Oder? Ich freue mich wirklich auf die drei. Okay. Ja, und ich hoffe, dass sie sich verstehen. Ich weiß ja auch nicht, ob Leila und Elena sich schon kennen und das stimmt. Wie das einfach so harmoniert alles. Ich finde das extrem. Und es könnte funktionieren, weil ich glaube, Leila ist die Richtige. Ich glaube, das könnte funktionieren. Aber ich weiß es nicht. Ja, die Frage ist natürlich, ob Elena nicht Leila das Gefühl geben möchte, dass sie die hellere Kerze auf der Torte ist. Ich glaube, sie fühlt sich schon als klüger. Ich weiß es nicht. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ich hoffe nur die einfach... Die müssen halt alle ihren Stolz ein bisschen runterschrauben. Ja, und einfach bitte nicht den Respekt verlieren. Ja, und
Und Gott sei Dank. Da ist ein Kind. Und Gott sei Dank, im Gegensatz zu den Legenden-Dschungel, finde ich ganz toll, dass wir hier wieder in einem Live-Format sind. Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, dass von außen irgendwie großartig eingewirkt werden kann. Und wir werden mit Sicherheit hin und wieder auch mal in den Livestream reinschauen. Ich glaube, das wird ganz spannend, in den Livestream mal reinzugucken, so über Tag immer mal wieder, um zu gucken, okay. Was tut sich da? Da knallt es vielleicht schon oder wie auch immer. Mhm. Wir sind gespannt. Also, morgen Abend Live-Show Einzug 2015 Sat.1. Und wir sehen uns dann jeden Tag wieder mit der kleinen Zusammenfassung. Juhu. Bis dann, großer Bruder. Sie lieben den Trash, sie lieben das Drama. Sie lieben den Trash, sie lieben das Drama. Der Trash Edition sind famos. Und hier sind Gott sei Dank wieder Christine und Frank.